Willkommen zurück, Triple Play. Ihr habt letzten Part gesehen, Sullivan ist ein Arschloch und jetzt verkloppen wir den einfach mal so. Einfach mal so? Nein, denn der steckt ganz schön dolle hinter dieser Aktion und das war auch eine doofe Aktion von mir gerade. Ich musste erstmal hochkrabbeln, ist ein ziemlich schwerer Psychopath. Ich muss ihm immer ausweichen, denn direkte Angriffe bringen nichts, dann nimmt er mir die Waffe ab. Also muss ausweichen, dann versuchen, ihn zu treten und erst dann kann man zuschlagen. Zwischendrin hat es wie gesagt keine Chance. Ihr seht ja, der macht da Martial Arts, Judo, Mischmasch. Und damit nimmt er mir dann die Waffe ab und schmeißt sie weg. Und ich brauche den Hammer hier für den... Auf jeden Fall. So, nochmal. Okay, das funktioniert. Ihr seht schon, leicht ist es nicht wirklich. Hier muss man wirklich mit Taktik rangehen, anders als bei den anderen Psychopathen. Ich muss kurz hinterher treten. Funktioniert es hier wirklich nur damit? Okay, der stellt sich jetzt hier gerade ziemlich blöde an, der Sullivan. Ja, aber er hat mich erwischt. Ja, ich habe aber immer noch wieder Glück, dass ich ihn erwische. Na, komm, schlaf schon zu. Nimm mal so ein bisschen reizen, damit er sowas macht. Scheiße. Ich habe echt Glück gerade. Also normalerweise funktioniert das nicht so einfach. Aber ihr seht schon, wie das funktioniert. Also auf keinen Fall direkt angreifen. Immer nur treten und... Ich hab mich doch erwischt. Und dann zuschlagen. So wie ihr das hier bei mir seht. Ist ja nicht wirklich schwer, seht ihr ja selbst. Ja, komm hier. Tja, und ab und zu passiert da mal sowas. Darum immer den Hummer mitnehmen. Oder andere Sachen zum Heilen. Denn auch die Raketen, die immer wieder durchgeflogen kommen, können euch treffen. Also, mich hat schon mal einer erwischt und dann war schnell vorbei. So, vorsichtig machen. Wieder mit dem Hammer bewaffnen und zu latschen. Ach, kacke. Geht's auch. Ja, das funktioniert gut. Also, kann man nicht klagen. Ja, blöder Wichser. Komm. Ja, und... Ja, schnell die Situation ausnutzen. Mit dem Hammer auf seine kleinen Mini-Klöten kloppen. Yeah. Zu denn. So, und Ente! Spaß, die. So, dann guckt euch mal diese Sequenz an. Sehr schön, wie ich finde. Schön brutal. Good guys, Chuck. Not you. Channel 6 Action News. This is Chuck Green. You want the scoop of a lifetime? There's a bunker full of survivors in Fortune City. And I've got the proof of what happened here. I need rescue choppers, and I need them right now. So, ihr habt gesehen, der Kollege ist Matsch. Aber es geht noch weiter, also schaut selbst. Kann ich jetzt nicht so viel kommentieren? Guckt einfach selber. Nachdem wir alles ganz weiß. Have you seen my daughter? What about Stacy? I have to find my daughter! Go! Tja, ihr seht, Stacy und Katie sind weg. Ja, jetzt
jetzt wird's interessant. Es geht aber noch weiter. Tja, damit ist das Spiel vorbei. Die restlichen, ja, knapp 14 Minuten sind jetzt nur noch Lückenfüller. Wir haben's durch. Da läuft der Abspann. Wir sind fertig. Was ein Scheißende. Naja, ich sag ja, das Ende ist kacke. Das ist gut, aber... Aber hey, das kann jetzt nicht das Ende gewesen sein. Mal kurz wegdrücken. Oh, geht ja noch weiter. Seht selbst. Ladies and gentlemen, he's a survivor. He's a hero. Do we even need to ask what he'll do? TK? Thanks for the Zombrex, Chucky. I got your little girl. She sure is cute. For now. Oh, and that sweet little piece of ass you've been shacking up with. Tasty. What? Shut up! You son of a bitch. If you hurt them... You ready for overtime, Chucky? It's the best part of the show, and we just get started. I have something you want, and now you're gonna get me something I want. Oh yeah. You're gonna put in some work for TK. Tja, also quasi habe ich euch jetzt reingelegt. Nein, reingelegt habe ich euch nicht. Das war jetzt eben wirklich das reguläre Ende. Und wir gehen jetzt in den Overtime-Modus. Den gibt es auch schon bei Dead Rising 1, aber hier gibt es den auch. Hier seht ihr jetzt kein Zeitlimit mehr. Gut, das seht ihr jetzt nicht, aber das erkläre ich euch jetzt einfach mal. Wir haben kein Zeitlimit mehr und müssen für TK Sachen besorgen. Das erste sind schon mal ein paar Fotos. Und die suche ich jetzt erstmal. Ihr seht, habt ihr eben gemerkt, kein Zeitlimit mehr. Wie gesagt, Overtime-Modus. Also, ich weiß nicht, ob der Balken oben rechts überhaupt jetzt runtergeht. Also quasi, wenn der nicht runtergeht, könnt ihr euch jetzt hier umgucken, wie ihr lustig seid. Müsst aber damit leben, dass ihr immer noch Gastzombies rumrennen. Und das macht das Erkunden nicht leichter. Darum baue ich mir jetzt hier noch ein Basie. Und ab hier wird es, muss ich sagen, blind. Denn ich hab's ja nur selber gerade mal bis... zu dem Ende gespielt, was ihr eben auch gesehen habt. Gut, meins war First Time, wo ich es erstmal gespielt habe, war es ein anderes. Noch schlechteres. Aber diesen Overtime-Modus kriegt man halt nur, wenn man TK auch das Sombrex gibt. Ansonsten gibt es keinen Overtime-Modus und das Spiel endet nach dem Tod Sullivan. Nur so als Info. Das ist kein Spoilering jetzt, das ist jetzt einfach nur die Warnung, dass das Spiel dann regulär vorbei ist. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ah ja, immer schön dem Pfeil folgen. Da liegt es schon, das Blaue. Das wäre jetzt... Die Fotos haben wir. Geschenkkorb, okay. Was will der mit dem Geschenkkorb? Will der da fett Party machen, oder was? Okay, hier sehe ich noch nicht so viel. Da kommen sie schon. Ich habe nichts gedacht. Die rennen ja doch zahlreich rum. Oh, geht doch mal. Den will ich auf jeden Fall noch knacken. Genau ab hier. Ah, Scheiße. Kacke, Geld hier. Piss euch mal alle. So. Also die anderen Enden, die es in diesem Spiel gibt, sind zwar alles Enden,
Allerdings ist das Ende mit dem Overtime-Modus, was wir spielen, das einzig wahre, richtige Ende. Das richtig gute Ende. Alle anderen sind wie das, was ihr eben gesehen habt, ja, naja. Also seid nicht so faule Schweine und strengt euch ein bisschen mehr an. Gut. Wir müssen jetzt also quasi, was ihr hier nicht seht, ich werde es aber später noch zeigen, die Map, wir müssen einmal komplett durch Fortune City, außer jetzt über den Strip, oder? Nee, doch, doch, klar, auf den Strip müssen wir auch. Aber ansonsten laufen wir immer schön einmal rum, laufen alle Bereiche ab. Ja, klasse. Und das kann ganz schön Zeit in Anspruch nehmen. Mensch, verpisst euch. Wenn die Gas-Zombies nicht wären, wäre das alles nicht mehr so nervtötend, anstrengend und... Oh Gott. Ich will dem auch noch essen hier. Kann ich alle nie mehr. So, jetzt mal alleine alle. Ihr seht schon, ich krieg jetzt schon ganz schön auf die Fresse und ich bin noch lange nicht bei TK. Den werden wir erst im nächsten Part sehen. Ich weiß es nicht. Aber dazu kommen wir dann halt später. Jetzt wird erstmal der Geschenkkorb gesucht. Ja. Ich folge weiter dem Pfeil. Ich weiß nicht. Es ist jetzt halt dieser Overtime-Modus. Den gab es im ersten auch. Ja, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ja. Ist halt nicht schlecht. Mein Overtime heißt ja nun mal... ja, sowas kann man jetzt nicht direkt übersetzen. Da könnte man schon, aber ich sage jetzt einfach mal Verlängerung. Ist es ja wie gesagt quasi auch. Habe ich euch ja erklärt eben. Naja, egal. So, wir... Oh, die haben Gas-Zombie. Wenn die jetzt hier nicht wären, dann wäre das auch mit der Erkundung hier nicht so schlimm. Ich meine, dann könnte man sich hier noch ganz gemütlich umgucken. Aber ich möchte mal wissen, ob einer von euch sich jetzt hier wirklich noch umgucken wollen würde. Bei der ganzen Masse an Gas-Zombies. Ihr wisst ja, was passiert, wenn man einmal erwischt wird, wie schnell die einen umzingeln und dass hier gerade mehrere an dem Türrahmen stehen, gefällt mir auch nicht. Ihr wisst das, wie viel da los ist. Habt ihr schon gesehen? So, hier. Zack. Haben wir jetzt? Oh, teuren Champagner. Was hatten der Wichser vor? Ach, sie holen den Champagner, Judas. Also, raus aus der Tür. Na, wird schon gekonnt überspringen. Nein, das Spiel lädt bei mir nicht so schnell. Das lädt überhaupt nie schnell. Ich habe aber bloß den Ladebildschirm übersprungen. Also ihr seht hier gerade ein geheimes Ende, Leute. Ich kann euch sagen, für die, die jetzt das nicht gespoilert haben wollen, die müssen das ja jetzt nicht gucken. Die können den Part können noch gucken, aber den nächsten, wenn der Teekanne dann angreift. Aber das wird nochmal richtig spannend, Leute. Also, ich würde schon gucken. Ich? Ja, ich würde. Also doch, wir sind hier doch auf dem Zug, aber wie gesagt, wir sind hier überall. Ich zeige euch nachher noch die Karte. Werdet ihr sehen, dass wir hier wirklich überall mal waren. Oh, jetzt sind Zombies hier. Aber hier sind nicht so viele Gas-Zombies, sehe ich gerade. Dann liegt es ja welche. Aber es ist nicht so zahlreich. Ich habe das Gefühl, dass nicht mehr so viel Gas hier rumschwirrt. Ich weiß es nicht. Wo ist der Champagner? Ah, da hinten. Da kann ich die Flamme wegklatschen. So. Zack. Hammer. Was soll er jetzt haben? Ah, ein paar Königin. Okay, Königin sammeln. Der Königin im Namen. Was will der damit? Das werden wir eh nie erfahren, was er damit will. Vielleicht möchte er sich in den Po stecken. Dann hat wenigstens das Sprichwort Hummeln im Hintern wenigstens ein bisschen was. Es sind zwar keine Hummeln, es sind zwar nur Bienenkönigin, aber da ist ja egal. Ich sag halt einfach, der hat auch Hummeln im Hintern. Hat er sowieso. Ja. Nicht Hummeln im Hintern, er hat Finger im Po Mexiko. Ja, er kriegt die Faust im Arsch. Irgendwo im Arsch. Mein Gott. Was man alles für Quatsch labern kann, wenn einem nichts mehr einfällt, ja, also das ist... Das ist epic, ja, sag ich mal. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Oh, lass mich durch. Ich war hängen bleiben muss. Hier sind doch schon laufen, weil sie Gast. Oh, Geldautomaten. So viel Zeit muss sein. Oh, hau ab. Ich lasse das Geld hier nicht liegen. Hallo, wer bin ich denn? Ich lasse kein Geld liegen. Okay, wo ich gedacht habe, draußen sind nicht so viele Gas-Zombies sind hier um. Oh, oh Mann.
Und hier umso mehr, guckt euch das an. Guckt euch das an, wie die einen umzingeln, ihr Menschenskinder. Als wenn es hier was umsonst gäbe. Verpisst euch. Meine Fresse. Einzigste, was ihr von mir kriegen könnt, ist der sichere Tod. Assis. Da brauche ich jetzt einen Schluck. Gut, wo gehen wir jetzt hin? Ich folge jetzt einfach mal dem Pfeil. Keine Zombies hier? Oh, Fahrstuhl. Okay. Wo ich jetzt bin? Keine Ahnung. Bin mal gespannt jetzt. Oh, dann kennen wir doch den Gang. Hier waren wir doch erst. Sind hier die Bienen oder was? Das ist ziemlich ruhig hier. Finde ich mal nicht schlecht. Mal ein bisschen Ruhe. Kann ich mal ein bisschen entspannen und in Ruhe suchen. Wollen wir mal gucken, wo es ist. Oben ist schon mal nicht. Ah, ich muss runter. Okay. Gut. Ihr erinnert euch? Wer sich nicht erinnert, ich spule ein paar Parts zurück. Ich glaube, letzten Part war das. Ja? Vorletzten. Ja. Ich muss da wohl hoch, ja? Wie komme ich da hoch? Hier hinten hoch? Nee. Aber der Pfeil zeigt doch da hoch. Ich glaube, da oben liegt es. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass es da oben liegt. Ich komme da nicht hoch. Muss mal gucken. Dann muss ich mal gucken, ob ich da anders den Weg kriege. Ah, da hinten liegt doch irgendwas. Ja, also ich muss anders. Ja, die Uhr ist noch da, aber ihr seht, die Dings gehen schon, ihr seht, wie viel das noch ist. Ein mobiles Headset, USB-Dings, eine Festplatte und ein Headset. Headset zweimal? Nee, das. Ach sie halt. Es ist immer so ein bisschen Quatsch, den wir einsammeln müssen. So, da drüben ist was. Ich versuche jetzt einfach rüber zu springen. Geronimo! Oh. Geronimo! Oh, 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 knapp, aber ich hab. So, das sind sie. Gut. Jetzt habe ich das Headset. Was noch? Headset? Festplatte? Und noch irgendwas. Gucken wir mal. Ah ja, genau, Dings hier. Laborkit. Würde mir partout nicht einfallen. Nur drei Sachen noch. Also wir werden TK erst im nächsten Part sehen. Und das ist jetzt hier, wie gesagt, eine Rumrennerei, finde ich jetzt. Ja, Overtime ist in Ordnung, aber bisschen in die Länge gezogen. Ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen. Ich meine, groß passiert hier nichts mehr, ihr seht's ja. Sammeln jetzt bloß noch Sachen ein. Ich würde es halt nur schön finden, wenn die Gaszombies weg wären. So könnte ich mich auch in Ruhe umgucken. Mit dem Idioten klappt das doch nicht. Sieht es ja. Ich habe gar keine Chance, mich hier in Ruhe umzugucken. Ach, ich habe auch schon wieder welche. Mir ist aufgefallen, es sind immer noch männliche Gaszombies. Warum, kann ich euch nicht sagen. Also, ich weiß auch nicht alles. Ich kann euch nur sagen, was ich über das Spiel selbst angelesen habe, rausgefunden habe oder sonst was. Und warum das männliche Zombies sind, weiß ich selbst nicht. Also Gaszombies sind halt nur männlich. Keine Ahnung warum. Kann ich euch nicht sagen. Naja, wenn ich das wüsste, würde ich euch erklären, aber ich habe keinen Plan. Kann ja auch nicht alles wissen. Gut. Gehen wir jetzt in den nächsten Dings, Yucatan Casino. Benannt nach der Yucatan-Halbinsel. Ich kann doch klug scheißen. Gas. Mein Gott, dieser müssen wir runter sein. Ist doch gar kein Gas mehr hier. Ich sehe Kinder ausströmen und hier rennt trotzdem nur so weg rum. Und schon schön. Und hier hinten. Ah, hier ist es doch. Ich speichere nochmal ab. Dann ist der Part sowieso gleich vorbei. Naja, passt das nicht zum Abspeicherer. Und dann kommt die Festplatte, der Laborkittel, und dann ist TK dran und gibt's aufs Maul. Aber volles Pfund. Und dann gibt's das wahre Ende und nicht so ein Scheiß. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich freue mich jetzt schon im nächsten, im Finalen. Also, ciao.